Die Charttechnik steht ja oft in dem Ruf, viel zu unkonkret, viel zu unpräzise zu sein und eigentlich überhaupt gar keinen Sinn zu machen, nicht wirklich das wiederzuspiegeln, was der Markt machen will oder machen wird. Tatsächlich ist das die offengestellte Frage, die man immer wieder hört. Wir haben aktuell beim DAX aber eine Situation, die ich durchaus sehr konkret finde und sehr, sehr angenehm, nämlich einen sehr starken Index, so wie wir ihn jetzt hier sehen, und eben nicht nur den starken Anstieg, sondern wir hatten auch einen wunderschönen Rücksetzer. Wir haben das Ganze mal zusammengefasst für euch jetzt hier beim FDAX. Dazu hatte ich ja schon den ein oder anderen Screenshot verschickt, hier über Born for Trading für diejenigen, die das mitverfolgen, oder aber im Trade des Tages, wer das will, mit unseren ganz konkreten Handelsmarken. Also beide Kanäle geeignet, um hier der Sache zu folgen und nachzuvollziehen, was man da machen kann. Beim DAX aktuell die Situation gar nicht so übel. Ich will das mal exemplarisch. Ich will euch natürlich nicht die Laune nehmen, das noch zu lesen und die exakten Daten daraus zu lesen. Meldet euch, wie gesagt, kostenfrei an. Es steht ja dran, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Also für all diejenigen, die das jetzt hören und sagen, wieso, ich bin doch schon. Klar, das ist natürlich schön, wenn ihr schon mit dabei seid. Also der Grundgedanke ist der, dass wir nach diesem scharfen Schub nach unten eben ja nicht wackelig nach oben gegangen sind, sondern schubmäßig relativ stark, relativ deutlich in einer fünfwelligen Bewegung. Zumindest mal kann man das so halbwegs so sehen, darauf kommt es gar nicht so sehr an, aber dass das nicht wirklich korrektiv ist, korrektiv Stichwort dreiwellig und möglichst viel wackeln zur Seite gehend, das hatten wir hier auf der Aufwärtsbewegung nicht. Wir hatten eine schöne ABC hier nach unten und dementsprechend wäre das ein möglicher Trigger auf dem Weg nach oben. Denn wenn das Niveau nach oben durchstoßen wird, dann ist das ein vorläufiges Indiz dafür, dass der Kurs eben nicht mehr in der Korrektur sich befindet, sondern weiter auf dem Weg nach oben. Also ganz gute Chancen eigentlich, dass der Kurs hier weiter nach oben strebt. Wer das jetzt im 15-Minuten-Chart anguckt und sagt, ja, aber Moment mal, diese Aufwärtsbewegung, na gut, gucken wir es uns an. Hier ganz grob jetzt gesprochen, das ist eine Korrektursituation, vorne relativ deutlich, hinten, naja, da wissen wir noch nicht so ganz genau. Also das würde sich gar nicht beißen mit dieser Idee, jetzt eben nach oben zu laufen. Also gute Voraussetzungen beim DAX. Wer es genauer haben will, der liest es eben entweder im Trade des Tages durch oder über Born for Trading, wo ich dann den Screenshot bzw. das auf der Approved Setup Liste ja dann entsprechend dann auch kundtue, wie wir das handhaben mit unseren konkreten Marken. Aber wie sieht es aus beim Dow Jones beispielsweise? Dow Jones ist auf jeden Fall ähnlich, denn auch der Markt ist sehr, sehr stark nach oben gekommen nach dem Abverkauf, den wir in der letzten Woche hatten. Schubmäßig nach oben. Hier ist das Wackeln allerdings noch nicht so tief gegangen. Deshalb würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir hier sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Ob er das macht, das weiß ich auch nicht. Aber Stichwort wäre dazu Fibonacci Retracement. Fibonacci Retracements sind gerne so ein Richtwert. Vorsichtig, das ist keine Marke, keine Muss-Marke und auch keine, an der wird definitiv gedreht, aber es ist so ein typisches Wohlfühlniveau, wo man sagen kann, ja, ja, jetzt sieht das durchaus nach einer hinreichenden Korrektur aus. Die passt dazu, wenn die zu klein ist, so wie hier jetzt zum Beispiel, dann weiß man, das ist sicherlich nicht die komplette Korrektur hier dieser vorangegangenen Aufwärtsbewegung. Die komplette Korrektur steht also noch an. So, und das wäre das, was ich hier durchaus erwarte. Ob er das jetzt genauso macht, das werden wir sehen, denn aktuell, zumindest mal für all diejenigen, die kurzzeitig hier am Nachmittag schon unterwegs sind, sehen wir, der letzte Arm, der ist wiederum schubmäßig und dementsprechend, jawohl, im Moment ein richtungsweisender Schub, den wir hier nach oben haben. Wenn wir jetzt hier im Dow Jones ebenfalls, so ähnlich wie ich das beim DAX, andere Zeitebene, beim DAX waren wir 4-Stunden-mäßig unterwegs, hier jetzt im 5-Minuten-Chart, wenn wir nachher so eine ABC-Kiste kriegen, also ihr seht ja dieses, ihr seht das hier im ganz Kleinen auch, so eine ABC, natürlich könnt ihr immer gucken, kann ich euch empfehlen, schaut mal, ist das groß genug, es ist sicher immer eine gute Bestätigung, wenn wir in der Nähe der 38er, es darf ein bisschen oberhalb, darf ein bisschen unterhalb, aber dann wissen wir, diese Korrektur ist hinreichend groß gegenüber diesem. Also ihr seht, spielt gar keine Rolle, dieses Verhaltensmuster findet ihr im 4-Stunden-Chart, findet ihr im 5-Minuten-Chart. Oder hier, wenn ihr wollt, sogar noch kleiner sozusagen. Es ist immer das Gleiche, kriegt ihr einen Fünfweller nach oben. Ich mal den mal einmal nach, komm, ich mach's mal groß, damit ihr das ein bisschen mehr ins Auge kriegt. 1, 2, 3, 4, 5 und dann habt ihr eine ABC, die ungefähr bis zur 38er läuft. Dann habt ihr zumindest mal die Chance, dass das als Mindestausmaß nochmal kommt. In dem Fall ist es sogar deutlich weitergelaufen.
Aber es ist ein Indiz dafür, dass es dann entsprechend weitergeht. Genau das, was wir hier im Kleinen haben, ist das, was ich mir hier im Großen mehr oder weniger wünsche, dass wir jetzt hier eine etwas größere Korrektur kriegen, die dann ebenfalls hier irgendwann wieder hochgeht. Und dann können wir sagen, hey, das, was wir hier haben, das geht doch hier hinten nochmal. Kleiner Makel ist, es ist nicht so ein richtig schönes Tief. Wieso ist es jetzt kein schönes Tief? Naja, der Kurs kam ja mehr von hier oder eigentlich sogar eher von da, nicht so richtig von oben. Und ich finde es am schönsten, wenn der Kurs von oben kommt, ein echtes Tief ausbaut, danach einen Schub macht und wackelig, so ähnlich wie hier. Kurs kam von oben, bildet ein Tief aus und macht dann hier einen Schub nach oben und dann wackelig runter. Das ist das, was ich am schönsten finde, weil dann ist das ein echtes Tief. Beim DAX haben wir die Situation, beim Dow Jones, hier ist es nicht ganz so sauber, aus meiner Sicht aber immer noch in einem einigermaßen akzeptablen Rahmen, insbesondere wenn sich das hier, das Bild, sehr korrektiv hier entwickelt, dann ist das trotzdem aus meiner Sicht völlig in Ordnung für den Gedankengang. Machen wir einen ganz kurzen Abstecher noch zu den anderen beiden Indizes. Das ist der Nasdaq, nein, das ist erstmal der S&P 500 hier. Und da sehen wir, der ist noch gar nicht willens auf dem Weg nach unten. Auch hier sind wir relativ schubmäßig nach oben unterwegs. Wackeliges kann man für die Abwärtsseite nutzen. Also nein, wackeliges nach unten kann man dann für die Aufwärtsseite wieder nutzen. Genau die gleiche Argumentation, wie ich es jetzt ja mehrfach in den anderen Beispielen genannt habe. Da wir das noch nicht haben, kann ich natürlich nicht konkret sagen, wo der Einstieg ist. Da müssten wir dann nachher nochmal sprechen, entweder heute Abend irgendwann oder keine Ahnung, wann auch immer das so aussieht. Aber das ist eben das Ding, was wir abwarten müssen. Leider bin ich ja nicht immer hier parat und dementsprechend schicke ich das jetzt in dem Video euch schon mal als Vorwarnung, dann könnt ihr selber danach gucken. Vielleicht ein Hinweis für die Fortgeschrittenen. Wir sind ja noch nicht in den Bereich 38 gekommen, wo ich ihn gerne hätte. Ja, die 38er ist diese Marke, es ist nur bis dahin, das ist ein bisschen arg kurz für eine Korrektur. Also ich würde eher sagen, das ist noch nicht die Korrektur. Das lässt vermuten, dass wir möglicherweise hier in diese Flat-Korrektur reingehen, die wir sehr häufig eben haben, nämlich dreiwellig runter, dreiwellig hoch und nochmal ein Schub nach unten. So, das ist jetzt natürlich komplett im Gegenzug zu der Aufwärtsbewegung, deshalb ist es so wichtig, denn diese Bewegung, die ich hierhin angedeutet habe, diese scharfe Abwärtsbewegung, sieht unter diesen Bedingungen hier im 5-Minuten-Chart irgendwie so aus und ist demnach schwer zu verwechseln mit dieser Bewegung. Diese Bewegung oder von mir aus auch noch alternativ, diese Bewegung würde hier einen Trigger auslösen, um nochmal long zu gehen. Diese Bewegung würde im Prinzip Trigger auslösen, um nochmal short zu gehen. Deshalb ist es wichtig, diesen Verlauf immer mit im Auge zu behalten. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft bei den Überlegungen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße mit diesen Gedanken. Achso, den Nasdaq haben wir noch nicht. Ja, super. Erstmal verabschieden, dann wird auch noch gesägt im Hintergrund, weil er glaubt jetzt, ich habe schon Tschüss gesagt. Tatsächlich ist hier die Aufwärtsbewegung sehr weit gelaufen, das finde ich nicht so gut, aber auch sehr wackelig, finde ich auch nicht so gut, weil es passt nicht gut zusammen. Entweder hätte ich es gerne hier schön wackelig, dann aber bitte nicht wieder fast bis an den Startpunkt, das geht zwar trotzdem noch, dass das passiert, es wird aber immer weniger wahrscheinlich, je höher er hier klettert. Also der nächste Schub in der Form nicht mehr so wahrscheinlich. Aber so eine richtige Aufwärtsbewegung ist auch doof, weil das Ganze doof ist. Ja, also wenn wir so nach oben laufen, ganz grob, das sieht korrektiv aus. Das ist der Grund, warum ich sage, ich habe keinen Plan, was das hier sein soll. Anders als die anderen Indizes, die ja relativ klares Bild haben, muss ich sagen, der muss sich jetzt erstmal neu entscheiden. Entweder mit einer scharfen Abwärtsbewegung, die vielleicht wackelig nach oben kommt, im großen, im etwas größeren Bild. Oder von mir aus auch sehr klein, wenn ihr seht, dass ihr hier Schubbewegung fünfwellig nach oben habt und dann A, B, C. Naja gut, dann geht das, falls das hier hinten nochmal passiert, kann man das hier auf einer kleinen Ebene vielleicht auch nochmal wagen. Das geht natürlich auch in die Abwärtsseite, wenn die Seite scharf ist und die Seite wackelig in die Aufwärtsrichtung geht, dass sich das in Anführungsstrichen nochmal wiederholt, auch wenn der hier kürzer ist als vermutet. Deshalb der wichtige Hinweis, rechnet ungefähr damit, dass es gleich groß ist. Aber wundert euch nicht, sprich, zieht einen Stopp hinterher, wenn es mal weniger lang ist. In dem Fall ist es nicht ganz so lang. Hätte vielleicht auch für einen positiven Trade gereicht, aber eben nicht mehr für das richtig schöne Ziel, was wir uns da vorgestellt hätten. Aber sehr kurze Zeitebene, Prinzip bleibt aber das gleiche. So, jetzt habe ich genug geredet, draußen wird wieder gesägt. Euch alles Gute, liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.